Es folgt eine Dauerwerbesendung. Herzlich willkommen zu Klangfaszination mit Nubert. Blicken wir mal in die Geschichte hinein vom HiFi. 1950 kam Lorenz mit einem Drahttongerät auf den Markt. Es war das erste seiner Art. 1954 gab es dann bereits den ersten Receiver, das heißt Verstärker und Tuner in einem Gerät von Harman & Kardon. 1956 kam dann der berühmte, berüchtigte Schneewittchensack, heute unbezahlbar. Das war eine Kombination aus Receiver und Plattenspieler. Und 1963, die Puristen mögen es mir verzeihen, kam dann der erste Kassettenrekorder von Philips. Doch wo bleiben eigentlich die Lautsprecher? Das fragte sich auch Günter Nubert und verzog sich in die heimische Garage und begann zu tüfteln. Das Ergebnis dieser Tüftelei, das stellte sich dann heraus, so Anfang der 70er Jahre, mit Hilfe von Freunden entwickelte er die ersten Lautsprecher, die Nubert-Lautsprecher, nämlich der 388, der 471 und der 551. 1975 wurde dann die Firma Nubert offiziell gegründet. Unser heutiges Thema ist High-End und ehrliche Lautsprecher und ich habe mir dafür eingeladen, Herrn Niklas Schäfer als Nubert-Fachberater. Herr Schäfer, hallo, schön, dass Sie da sind. Schön, hier zu sein. Herr Schäfer, High-Fi und High-End, ja. Gibt es da einen Unterschied? Durchaus. Unter High-End verstehen wir die Maximierung des Klangs, die Maximierung durchaus auch des zu vertretenden Aufwands. Und somit eben die Maximierung des Musikgenusses. Ja, das heißt sehr aufwendige Boxen? Durchaus. Ja, also keine Plastikboxen oder nein. So etwas? Nein. Viele erklären ja ihre Geräte als HiFi-Geräte. Das ist manchmal ein bisschen missführend, denke ich. Richtig, da es einfach sehr weit gefasst ist, auch der Begriff High-End, ist jetzt in der Form nicht definiert. Es gibt keinen Standard? Gar nicht. Es gibt keinen Standard dafür. Mhm. Jeder kann sein High-End so interpretieren, wie er das möchte. Und dann kommen durchaus auch mal Kuriositäten dabei zutage. Wissen Sie, kennen Sie welche? Ach, wenn wir uns über Entkopplungsfüße für Lautsprecherkabel unterhalten, die so dick sind wie Wasserschläuche, diamantbesetzte Hochtöner. Mhm. All das kann man machen. Wann ist eigentlich die Firma Nubert in den High-End-Markt eingetreten? Das war 2000. Und warum vor allen Dingen? Ja, weil wir gesehen haben, es gibt über dem damaligen Produktprogramm noch Bedarf. Ja. Und es gibt auch noch das Potenzial, hier noch mehr zu tun, noch mehr zu erreichen. Und dann haben wir 2008 die Nuvero-Serie ins Leben gerufen. Und das war dann die Nubertsche Interpretation vom High-End-Thema. Mhm. Und wir sind sehr froh, den Schritt getan zu haben. Und dieser Schritt war erfolgreich? Unbedingt, unbedingt. Gibt es da Kundenreaktionen oder kamen viele Kundenreaktionen? Ja, massig, permanent und auch in der Fachpresse ganz hoch dekoriert. Die Nuvero-Serie ist es tatsächlich, die in der Fachpresse am meisten dotierte Serie. Ja. Die meisten Awards und Besprechung. Dazu muss man sagen, Nubert verkauft direkt. Das heißt nicht über den Fachhandel, sondern der Kunde spricht Sie oder einen Ihrer Kollegen oder Kolleginnen an und wird dort auch fachlich beraten. Richtig, genau. Mhm. Wir können hier eben dann auch die Beratung bieten. Wir kennen unsere Lautsprecher natürlich so gut wie kaum jemand anderes. Und letztlich spart der Kunde bares Geld. Dadurch, dass wir die ganzen Zwischenhandelsmargen eben wegfallen lassen. Und ich denke, er hat nicht weniger Service. Mhm. Die Nuvero hat sich ja nun auch im Laufe der Zeit etwas verändert. Was haben diese Generationswechsel dann mit sich gebracht? Ja, dieser Generationswechsel war 2015. Ja. Wir haben sämtliche Lautsprecher in allen Bereichen nochmal verbessern können. Was viel Aufwand gewesen ist, es sind dann auch stellenweise ganz neue Modelle ins Leben gerufen worden, wie zum Beispiel die Nuvero 60, die jetzt erstmalig im Kompaktboxensegment ein echtes Drei-Wege-System zur Verfügung stellen. Ja. Und wie ist dieses Feedback gewesen zu der neuen Serie? Wird das angenommen dann?
Ja, es sind auch hier die Kundenmeinung, die Kundenfeedback sehr gut und auch durchaus Kunden, die schon bisherige Nuvero-Lautsprecher haben, liebäugeln durchaus auch mit dem Wechsel. Sie sprachen gerade die Kunden an, die schon Nuvero-Lautsprecher haben, aber nehmen wir jetzt mal diejenigen, die es vielleicht werden wollen, nämlich Kunde eines oder Käufer eines Nuvero-Lautsprechers. Was macht die so besonders? Was unterscheidet sie vom Rest der Welt? Natürlich das Preis-Leistungs-Verhältnis, dass wir hier einfach dieses High-End, das wir akustisch bieten können, tonal bieten können, in einem bezahlbaren Bereich etabliert haben und anbieten können. Und man so schnell in den sehr, sehr anspruchsvollen Hi-Fi in den musikalischen Bereich kommen kann. Mhm. Heute wird ja so mehr oder weniger alles irgendwie drahtlos verbunden. Man hat Server, man hat oder Musik auf Festplatten. Ja. Was gibt es da im Zubehör inzwischen? Da gibt es natürlich jede erdenkliche Möglichkeit. Wir reden ja hier bei der Nuvero-Serie über Passivkomponenten. Richtig. Das heißt, wir brauchen eine Quelle, einen Streamer, einen CD-Spieler, einen Plattenspieler, wenn man möchte. Mhm. Und eben einen entsprechenden Verstärker, sei es ein Vollverstärker oder eine Vor-Endstufen-Kombination. Und dann stehen einem hier alle Möglichkeiten offen. Mhm. Sie können also Streamer nutzen, dergleichen, also um die Musik einzuspielen. Welche Modelle gibt es eigentlich? Können Sie sie mal aufsehen? Wir haben diesen jetzt hier gesehen. Genau, das ist ja unsere Nuvero 60, die ausgewachsene Kompaktbox. Es gibt die Nuvero 50, den kompakten Lautsprecher, geschlossenes System, den wir auch an die Wand montieren können. Es ist ein Edelstahlbügel mit dabei. Oder auch als Deckenlautsprecher zum Beispiel für Surround-Atmos-Systeme. Ja. Also da bieten Sie auch komplette Systeme an? Oder? Genau. Sie beraten auf jeden Fall, um so ein System zu erstellen. Richtig, genau. Und wir können auch das gesamte Setup dafür anbieten. Es gibt die Surround-Komponenten, die Surround-Lautsprecher, Center-Speaker, auch große Subwoofer haben wir in der Nuvero-Serie. Und natürlich auch dann die große Nuvero 140. Ja, die ist, wie groß wissen Sie es? Ungefähr 1,50 dürfte es sein, ne? Genau, also zwischen 1,40 Meter und 1,50 Meter bringt ungefähr 50 Kilo auf die Waage und stellt dann so das Maximum dessen dar, was die Firma Nubert Ihnen hier akustisch derzeit anbieten kann. Mhm. Nehmen wir mal die Einsatzbereiche. Können wir bei der großen jetzt einmal anfangen? Das ist klar, eine Box, die auf dem Boden steht, an einem das richtigen Platz, da wo sie auch hinpasst, also nicht nur optisch, sondern vor allen Dingen vom Hören her. Die kleine Wandmontage. Genau. Oder Regal, würde auch gehen. Regal würde auch gehen. Sie ist natürlich prädestiniert für die Wandmontage. Mhm. Wir haben hier auch ein spezielles Schaltungskonzept auf der Frequenzweiche. Ja. Wir können also hier die immer stattfindende Bassbetonung bei einer sehr wandnahen Aufstellung. Richtig. Perfekt kompensieren. Mhm. Und somit spielt die Box, obwohl sie direkt an der Wand steht, wo eine Hi-Fi-Box eigentlich nicht stehen soll, spielt sie unheimlich linear und potent. Die Frage kommt jetzt, soll nicht direkt an der Wand stehen? Was würden Sie als Abstand eigentlich raten? Wir sind sehr frei in der Positionierung. Ja. Es gelten natürlich die Grundregeln. Richtig. Eine Box sollte nicht in einer Ecke stehen, sollte gerne sagen, grob einen halben Meter Abstand haben. Mhm. Auch zur Seitenwand, die wird häufig vergessen, aber die ist durchaus wichtig. Letztlich können wir auch bei den Nuvero-Modellen fast jede, sagen wir mal, suboptimale Aufstellung kompensieren über die Klangwahlschalter, die wir auf der Rückseite haben. Ja, richtig. Mhm. Also Sie können es an die Gegebenheiten des Raumes auch etwas zumindest anpassen. Genau. Mhm. Bei den Einsatzbereichen, gut. Diese Box, wo würden wir die hin tun? Würde sich auf ein Sideboard, zum Beispiel, genau, oder auf einem Boxenstativ, das wir eigens hierfür etabliert haben. Mhm. So steht die Box trotzdem frei. Mhm. Wir haben aber immer noch einen Kompaktlautsprecher. Ja. Also für den, der gerne die Klangperformance der großen Lautsprecher haben möchte, aber eine kleine Box haben möchte, ist die Nuvero 60 auf dem Boxenstativ eine ganz tolle Option. Mhm. Wie kann man sie belasten? Mit wie viel Watt? Mit viel. Mit viel. Da gibt es relativ wenig Grenzen. Wir haben natürlich eine Nennbelastbarkeit, ich müsste nachschauen, von 180 Watt. 180 Watt haben die wenigsten, denke ich mal. Genau, oder? Zur Verfügung und braucht man auch sehr selten. Also es wird nicht eingesetzt. Also. Richtig. Wir können hier locker auch einen Raum von 30, 40 Quadratmeter mit richtig guter Lautstärke, mit sehr spaßbringender Lautstärke beschallen. Da hätte ich noch eine Frage an Sie. Sie sprachen gerade über den Raum.
Die Raumgröße ist ja schon doch etwas entscheidend bei der Wahl der richtigen Lautsprecher. Oder sehe ich das falsch? Nicht nur. Die Vorzüge, die wir bei den größeren Lautsprechern haben, eben das Drei-Wege-System, die größere Membranfläche, den größeren Frequenzumfang, das können wir schon auch alles nutzen in einem relativ kleinen Raum, wo wir also die Lautstärkereserven gar nicht ausschöpfen, aber die Klangreserven eben nutzen. Und die größte unserer Boxen, die Nuvero 140, ist gleichermaßen die Box, die Sie am wenigsten hören. Weil diese Box spielt sich nicht in den Vordergrund, sondern Sie hören eben die Musik, die dann einfach bei Ihnen dargestellt wird, die Bühne, die Sie hören. Also ich brauche dich aufreißen. Nein, aber Sie dürfen gerne. Ich darf. Herr Schäfer, herzlichen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Danke. Liebe Zuschauer, und Sie können uns natürlich schreiben, Sie können uns Ihre technischen Fragen zu Nubert schreiben an nubert@techtime.tv. Wir sehen uns wieder bald. Bis dann. Tschüss.